Es läuft derzeit eine Art, die Inflation ist tot Rally, denn die Märkte gehen davon aus, dass die Inflation jetzt praktisch kein Thema mehr ist, die Fed vielleicht noch einmal die Zinsen anhebt, aber das war's dann, also hurra. Wir wollen nach oben, wir steigen, denn Inflation, ja, das war doch das große Hindernis, die Zinsen waren das große Hindernis und wenn die Inflation weg ist, dann müssen die Zinsen nicht mehr steigen, also alles Gute, die Ampeln sind grün und hier sehen wir zum Beispiel in diesem Tweet, dass PPI immer CPI anführt, also dass die Erzeugerpreise immer früher reagieren und dann die CPI, also praktisch die Verbraucherpreise, nach den Erzeugerpreisen erst in dieselbe Richtung gehen. Und in der Tat, wir hatten bei Beginn der Inflation, erinnern wir uns an Europa, Erzeugerpreise, die über 20% gestiegen waren. Und Christine Lagarde sagte noch, nö, nö, Inflation is transitory. Und wir wissen, dass das nicht so war. Jetzt fallen die Erzeugerpreise sehr, sehr deutlich. Aber die Frage ist, bedeutet das, dass dann auch die Inflation fällt, also die Verbraucherpreise fallen? Daily von der Fed, die heute gesagt hat, dass mit der Silicon Valley Bank, da war ich mir nicht im Klaren drüber, was da passiert. Also die San Francisco Fed-Chefin, die ja die Oberaufsicht über Signature Bank, Silicon Valley Bank hatte, hat gesagt, es ist zu früh, um einen Sieg über die Inflation zu verkünden. Und vielleicht hat sie da recht. Heute dann eine scheinbare Bestätigung dieser, die Inflation ist tot, Rally. Mit den Erzeugerpreisen, die aus dem Juni ebenfalls niedriger waren wie gestern die Verbraucherpreise. Kein Wunder, meistens ist das ja relativ kongruent. Dementsprechend sieht man darin eine Bestätigung, okay, alles ist jetzt richtig toll. Und Goldman Sachs sagt, naja, also wenn die Inflation gepiekt hat, dann ist das eigentlich gut für Rallys. Das Problem ist nur, dass die Bewertungen jetzt untypisch hoch sind für so hohe Zinsen. Und genau das ist vielleicht das Thema, dass wir also jetzt von einer sehr, sehr hohen Bewertung, vor allem bei den Tech-Aktien starten. Andere sind ja viel weniger teuer, aber die großen, die wichtigen Tech-Aktien sind es ja, die die Indizes nach oben getrieben haben. Und hier mal ein genauerer Blick auf das, was gestern mit den Inflationsdaten gekommen ist. Hier haben wir diesen Sektor Services less Energy, also Dienstleistungssektor ohne Energie. Und Energie war ja das, wenn Sie hier mal gucken, etwa in der Mitte, da sehen wir Benzin minus 26%, Energy Commodities, also Rohstoffe aus dem Energiebereich, auch über 20% gefallen. Also Energie war der Haupttreiber für die fallende Inflation. Und das ist genau das entscheidende Kriterium jetzt. Denn, gucken wir uns mal an, wir haben jetzt einerseits eben die Situation, dass die flexiblen Inflationsgrößen deutlich nach unten gekommen sind. So zum Beispiel Energie, aber die Sticky Inflation ganz, ganz leicht nur nach unten gekommen ist, also die klebrige Inflation, diese Geschichten wie Mieten etc., die sich nicht so schnell verändern wie eben Energiepreise. Und jetzt gucken wir hier mal auf Energie. Das beste Asset seit Anfang des Monats ist Crude Oil mit einem Anstieg von inzwischen 8%, und danach kommen lauter Rohstoffe, die eben dann steigen, vor allem wenn der Dollar fällt, und genau das passiert derzeit. Schauen Sie mal hier diese Performer, Crude Oil, Lumber, Heating Oil und so weiter, also die ersten 10, dann Platin, Palladium, die ersten 10 sind alles Rohstoffe oder Energie. Das zeigt also, dass wir hier seit Anfang Juli praktisch wieder jetzt die Komponenten am Steigen sehen, die letztlich in den letzten Monaten gefallen waren und dafür gesorgt haben, dass die Güterpreisinflation deutlich nach unten gekommen ist. Jetzt könnte es sein, dass mit diesem Preisanstieg eben die Güterpreisinflation wieder ansteigt, und all das sehen wir aufgrund des Dollarindexes, der jetzt scheinbar im freien Fall ist, weil man sich sagt, naja, die Fed hat so ziemlich fertig, andere vielleicht nicht, also wird der Dollar abverkauft, der Dollarindex jetzt unter die Marke von 100 gefallen, und dann sagt Ryan Detrick etwa, na, ist doch ein super Zeichen, das ist super unterstützend für die Aktienmärkte, ein schwächerer Dollar, und ja, es stimmt, ein schwacher Dollar ist natürlich tendenziell für international agierende US-Konzerne ganz gut, weil man im Ausland eben Geld verdient. Und wenn man zum Beispiel im Euroraum tätig ist, Euros verdient und dann eben sehr viele Dollars bekommt, wenn man das Ganze nach Hause bringt, wenn der Dollar schwach ist. Aber es ist auch so, dass die Märkte es nicht gestört hat, als der Dollar gestiegen ist. Da sind die Märkte auch gestiegen. Aber wie auch immer. Also auf jeden Fall, diese Dollarschwäche ist inflationär, denn die USA sind ja eine Importnation, importieren sehr viel mehr, als sie exportieren. Dementsprechend ist ein schwacher Dollar inflationär. Und das Gleiche gilt eben dann auch etwa für Öl. Wir sehen, da sind wir jetzt deutlich rausgebrochen aus dieser
Seitwärtsgeschiebezone zwischen so um und bei 72 und 68, sind jetzt in den Bereich 76 vorgestoßen. Und wenn wir uns mal hier mit Philipp Hopf anschauen, wie es weitergehen könnte, dann wäre ein Anstieg bis 88, sogar bis 100 durchaus, oder knapp 100 Dollar für Öl durchaus drin. Das würde natürlich den Inflationsdruck dann noch weiter verschärfen, und hinzu kommt, dass eben jetzt die Basiseffekte ungünstiger werden. Wir hatten ja im Juni 2022 die höchste Inflation, den Peak der Inflation bei 9,1%, dann ging es runter. Das heißt, die Latte wird jetzt immer weiter runtergelegt, sodass eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation zum Vorjahresmonat, die ab jetzt wieder ansteigt, eben deutlich höher ist. Und Neil Kashkari hat jetzt vorgeschlagen, einen High Inflation Stress Test zu machen bei den Banken. Auf die Idee kommt er sehr früh, aber das zeigt ja, dass die Fed offenkundig davon ausgeht, dass das Thema Inflation, wie Daly von der Fed schon gesagt hat, eben sich nicht komplett erledigt hat. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten überswitchen, dann sehen wir, der VIX jetzt fast auf einem 3,5-Jahrestief mit knapp über 13. Also das Angstbarometer ganz, ganz tief. Keiner hat Angst, keiner sichert sich ab. Wir sehen eine Call-to-Put-Ratio, also praktisch das Verhältnis zwischen Call-Optionen und Put-Optionen jetzt in den Nähe des Allzeithochs, wenn Sie da unten mal gucken in diesem Chart. Also wenig Bedürfnis nach Absicherung, und deswegen sagt Sven Henrik, wir haben nichts so sehr zu fürchten wie die Abwesenheit von Furcht, und genau diese Abwesenheit von Furcht ist derzeit zu konstatieren in einer Situation, wo der Nasdaq jetzt sogar über sein Bollinger Band ausgebrochen ist. Passiert sehr, sehr selten, dass Kurse sich lange über dem oder unter dem Bollinger Band halten. Meistens gehen die da wieder rein bei einer deutlichen negativen Divergenz oben im RSI, aber was soll schon schief gehen. Meta, die Aktie jetzt mit dem zweithöchsten relative Stärke-Index in seiner Geschichte, also so stark überkauft wie nur einmal vorher in der Geschichte der Aktie, seit sie an der Börse ist, und all das in einer Situation, wo die Liquidität eigentlich abnimmt. Hier mal die Zentralbank Assets in Relation zum S&P 500, die Assets gehen nach unten, also die Bilanzsummen gehen nach unten, aber der S&P 500 steigt weiter, es wird sicherlich gut gehen. Und natürlich ist es so, dass oft Strategen nicht grundsätzlich falsch liegen, so wie ich, sondern nur zu früh sind. Ich muss mir diesen Schuh natürlich ganz klar anziehen, dass ich gedacht habe, wir werden sozusagen den Realitäten folgen und tiefere Kurse sehen, weil die Bewertungen vor allem bei den Tech-Aktien zu hoch sind, aber das kann oft länger dauern, als man denkt. Dann sind alle sozusagen, die skeptisch waren, aus dem Markt gespült und dann alle auch reingespült worden in den Markt, und dann kommt meistens das Gegenteil, dann geht es runter, der Markt geht gern den Weg des größten Schmerzes. Und schauen Sie mal an hier, amerikanische Aktien sind absolut teuer, vor allem die großen Tech-Aktien, wie gesagt, nicht alle Aktien, Energieaktien zum Beispiel sind relativ günstig, europäische Aktien sind relativ günstig, aber da haben wir vielleicht andere Themen in Sachen Rezession, aber hier schauen wir mal, wir sind weit, weit über jedem Durchschnitt, der hier in Sachen Bewertung der Fall ist. Natürlich können Bewertungen länger extrem hoch sein, gar keine Frage. Aber kommen wir nochmal zurück nach Europa. Hier sehen wir jetzt, ja, wie ich heute Morgen schon im Videoausblick gezeigt hatte, diese Gewinnwarnung von BASF. Und das nach Evonik, Lanxess, eben jetzt das dritte Unternehmen aus große Chemieunternehmen, das hier gewarnt hat. Insgesamt sehen wir, in der Eurozone ist die Industrie um 2,2% geschrumpft. Irland sogar mit 16%. Wusste gar nicht, dass es da eine Industrie gibt, aber wir sehen auf jeden Fall breite Schwäche des Industriesektors in der Eurozone. Normalerweise folgt dann mit einiger Verzögerung dann auch der Dienstleistungssektor. Und Daniel Stelter sagt, das ist von der Politik so gewollt. Die Energiekosten sollen nach oben. Und dann sollen die halt vielleicht woanders hingehen. Und dass das alles mit den Energiekosten zu tun hat, sehen wir mal hier noch an der Performance. Hier sehen wir gelb, das ist die nicht energieintensive Industrie. Dunkelblau ist energieintensive Energie und hier hellblau ist Chemieindustrie. Also alles, was viel Energie braucht, und Chemie braucht sehr viel Energie, ist im Sinkflug. Die anderen halten sich sogar über der Nullerlinie. Also das zeigt ganz klar und belegt ganz klar, was hier der Fall ist. Jetzt wollen die Ölriesen BP und Total, oder wollen, sie haben es jetzt gemacht, für 12,6 Milliarden Flächen für Windparks in der deutschen See ersteigert. Das ist gut.
Das ist natürlich wunderbar, wenn sozusagen da zumindest ein bisschen mehr Energie kommt, nachdem man viele Energiequellen ja abgeschaltet hat. Und heute hatten wir ja wieder mal glorreiche Proteste der letzten Generation auf den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf, hat man sich festgeklebt. Wahrscheinlich fliegen dann die Mitglieder der letzten Generation am nächsten Tag in den Urlaub. Das machen sie natürlich als Privatperson. Gell, das ist der Unterschied zwischen Privatperson, ne, da klebst du dich auf den Flughafen, oder wenn du Berufskleber bist, ne, dann musst du dich halt ankleben. Das ist professionell und das andere ist privat. Da muss man mal unterscheiden. Ne? Dass die Öffentlichkeit das nicht kapiert, versteht man doch kaum als letzte Generation. Ja, es ist auch also ein klarer Zusammenhang, den man da sieht. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen, heute nur zwei. China im Krisenmodus, die Parteiführung ist rat- und planlos, denn die alten Rezepte, die man angewendet hat, um die Wirtschaft zu stimulieren, die funktionieren plötzlich nicht mehr. Die erste Empfehlung, die zweite Empfehlung, Büroimmobilien droht 800 Milliarden Dollar Verlust. Das geht, oder das ist so einer der großen, großen Problemzonen dieser Wirtschaft, der Immobiliensektor insgesamt, aber vor allem diese Büroimmobilien seit Corona, eben viel mehr Homeoffice, die Innenstädte vor allem in den USA sterben teilweise aus. Eine Teufelsspirale, 800 Milliarden Dollar ist eine Menge Holz. Das also die zweite Empfehlung und ich wünsche jetzt eine gute Zeit. Wir sehen uns wieder am Montag, den 24. Juli, sofern alles irgendwie gut geht, gell? Aber wird schon. Irgendwie geht es ja immer und dementsprechend hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Wünsche Ihnen eine gute Zeit, sage Servus und Ciao und verweise nochmal auf diese beiden Artikel. Ciao.